Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema Slogan, Laufen statt Hungern. Laufen statt Hungern, ja, diese Aussage gibt es, Laufen statt Hungern. Was steckt dahinter? Ich möchte das so nicht stehen lassen, Laufen statt Hungern. Klar, Hungern ist in der Regel eine Diät, eine unterkalorische Zufuhr funktioniert definitiv nicht. Aber zu sagen, Hauptsache ich gehe laufen, essenstechnisch ist das alles zweitrangig, so wird Werbung gemacht, das stimmt so nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben 7 Tage die Woche, wir haben, wenn alles gut läuft, und sollte so sein, 3 bis 4, je nach Stoffwechsel, 3, 4 bis 5 Mahlzeiten am Tag. Somit habe ich 7 mal 3 mindestens 21 Mal die Möglichkeit, was richtig zu machen. Versus, wer hat schon mehr Zeit, wie 3 Mal in der Woche laufen zu gehen? Die wenigsten, die allerwenigsten haben Zeit, mehr als 3 Mal in der Woche eine Stunde laufen zu gehen. Somit ist immer der wichtigere Faktor die Ernährung, wird es auch immer so bleiben. Ganz einfach, ich muss meinen Ernährung im Griff haben. Wenn ich dazu noch laufen gehe, ist das schön. Das reine Laufen alleine würde ich auch nicht empfehlen, sondern die Kombination zwischen Laufen und zwischen funktionalem Krafttraining. Jetzt kommt natürlich oft die Frage, was ist funktionales Krafttraining? Funktionales Krafttraining ist ganz einfach, wenn ich meine Muskulatur funktional benutze. Das heißt, wenn ich mit richtiger Technik trainiere, wenn ich nicht einfach ein Gewicht von A nach B schleudere, sondern wenn ich mir Mühe mache, eben das Ganze technisch richtig auszuführen. Die Kombination aus Laufsport in Kombination mit funktionalem Training, gemischt, perfekt, wunderbar, aber nicht eins nur allein. Immer die Kombi von beidem führt definitiv ans gesunde Ziel, und zwar ans langfristige Ziel. Aber zu behaupten, Hauptsache nur laufen, nur die Ernährung ist völlig zweitrangig, das funktioniert so nicht. Sondern es müssen immer beide Paar zusammenpassen. Und es wird weiterhin so bleiben, dass der größte Anteil des Erfolges auch im Bereich der Gewichtsreduktion immer in der Küche liegen wird, weil wir hier natürlich die meisten Fehler machen. Ganz einfach, ihr kennt es ja, wie viele Leute gehen tatsächlich regelmäßig Sport machen, haben aber ihr Körpergewicht nicht im Griff. Warum? Weil die Küche nicht funktioniert. Deswegen, diesen Spruch kann man so nicht stehen lassen, laufen statt hungern. Ein kleiner Anteil ist schon richtig, weil das Hungern selber macht auf Dauer keinen Sinn, sondern es muss eine gesunde Ernährungsumstellung sein. Aber Hauptsache laufen, ohne Rücksicht auf die Ernährung im gesunden Bereich, macht auch keinen Sinn. Deswegen meine Bitte, wenn ihr was macht, macht es bitte richtig. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, dann fragt mich am allerbesten, und zwar in meinem YouTube-Kanal oder bei Facebook, bei meiner Fanseite, habt ihr jede Woche die Chance, euch weiterzubilden, Infos zu bekommen, und zwar wertvolle Infos, die euch weiterhelfen. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema. Wenn du schon laufen gehst, dann geh richtig laufen, mach funktionelles Krafttraining zu und ernähr dich anständig.